Das ist die Krönung der Karriere, das kann man wohl sagen, weil außer in London und in Amerika gibt es sonst kein Gemälde, das sozusagen in diesem Bedeutungsrahmen, glaube ich, je wo versteigert worden ist. Das Bildnis Fräulein Lisa gehört zu den letzten von Gustav Klimt geschaffenen Werken und es ist wohl eines der schönsten Bildnisse aus seiner späten Schaffensperiode. Viele Jahrzehnte lang befand sich dieses bislang verschollen geglaubte Gemälde im Verborgenen in österreichischem Privatbesitz. Das Bild ist in den Œuvre-Katalogen der Gemälde Gustav Klimts dokumentiert, war der Fachwelt jedoch nur aus einem Schwarz-Weiß-Foto bekannt. Völlig unklar war bis vor kurzem die Farbgestaltung des Gemäldes und erst jetzt, vor dem Original, kann man erstmals die leuchtenden Farben des Bildes sehen. Die von Claudia Mörth angedeutete neue Entdeckung war der Schluss, dass auch die Schwägerin des Adolf, das ist die von seinem Bruder 1905, von seinem Bruder Justus 1905 geschiedene Henriette Lisa Landau als Auftraggeberin in Frage kommt. Die Tagebuchaufzeichnungen, wie gesagt, die ja nur von einem Nachnamen sprechen, schließen das nicht aus. Und das würde bedeuten, dass eine der beiden Töchter Henriette Lisas, die hießen Helene und Anne, abgebildet sein können. Wir haben den Termin für die Auktion für den 24. April 2024 festgelegt, um 18 Uhr im Auktionshaus im Kinski.